Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovi Dubai Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, indem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, zu dokumentieren und festzuhalten. Und dabei auch mich selber zu beobachten, inwieweit ich mich dabei verändere. So viel mal als Anleitung, und das Ganze geschieht immer in 5 Hauptpunkten: On-Life, in Ernährung, in Gesundheit, Medien und in Lektüre. Ja, On-Life muss man sagen, dass ich momentan in der Videoproduktion nachlasse. Ich mache nur 4 Videos am Tag. Und das auch nur, wenn ich gut drauf bin. Der Grund ist, dass die Spielvideos, die ich mache, ich mache in letzter Zeit sehr viele ETS-Videos, 4 Stück, 6 Stück, dass das mich an die Renten, an den Rand der Kapazitäten führt. Weil die einfach sehr große Aufnahmekapazitäten erstellen. Das heißt, ein Video sind 10, 12, 16 GB groß, und bis das hochgeladen ist, das dauert eine Weile, und von Verarbeitung kann keine Rede mehr sein. Ja, das zum Thema On-Life, dass ich also keine Tagesfoto mehr mache. Übrigens, heute ist also der 6.4.2020 und wir gehen in die 3. Corona-Woche. Und wir haben jetzt 10.10 Uhr. Die Batterie wird heute schnell leer sein, schätze ich, weil ich die lange Zeit nicht mehr aufgeladen habe. Ich habe das Gerät ein paar Tage nicht benutzt, und von daher, ja, was gibt es zu sagen? Ich lebe immer noch in Corona-hysterischen Zeiten. Jetzt sind wir beim Thema Gesundheit. Da wollte ich eigentlich von Anfang an hin, aber okay. In Corona-hysterischen Zeiten. Und ich frage mich, wann die Institute und die Fachleute das hier absagen wollen. Der erste Widerstand formiert sich im Internet. Auch Zahlkraft machen einzelne große Medien so langsam Stimmung. Ihnen fällt vielleicht auf, dass sie selber da auch irgendwie einem Bären aufgebunden wurde. Und es mehren sich auch andere Experten. Es mehren sich Statistiker wie der Bosbach. Es sind auch andere Virologen, die andere Positionen einnehmen. Und die Zeit der monopositionalen monokausalen Themendiktats von dem Robert-Koch-Institut und von Drosten, den zwei ultimativen Experten, du bröckelt langsam ab. Diese monopolare Position, die sie einnehmen. Und andere Experten werden gar nicht gehört, werden totgeschwiegen oder auch fertig gemacht. Wie Bodak, wie Bhakti. Oder trauen sich gerne zu Wort. Ja, der erste Pathologe hat sich also zu Wort gemeldet, gestern ein Professor Püsch aus Hamburg, der also das mit den Todeszahlen auch weiter relativiert hat und bestätigt hat. Die Frage ist ja, woran sterben die Leute? Sterben die an Corona? Sterben die durch Corona? Und damit man die Hysterie eingrenzen kann.
Ja. Ja, Punkt Nummer 2, Ernährung, Diät. Ja, ich habe ja heute noch gar keinen Smoothie gemacht. Ich möchte noch einkaufen gehen. Ja. Gesundheit, Beine, ja, gehen so einigermaßen, wird ein bisschen besser, dadurch, dass ich jetzt da regelmäßig Ergometer-Training mache. Ansonsten von Corona noch keine Spur. Aber ich bin heiser und habe manchmal Kopfschmerzen neuerdings. Ich vermute, es könnte vielleicht mit dem ITS zusammenhängen, dass mich das sehr anstrengt, wenn ich da mehrere Stunden am Tag davor sitze. Und auch Internet, Tablet machen und so weiter. Das heißt, meine Homeoffice-Arbeit, die nimmt mich sehr extensiv in Anspruch. Stärker als vorher. Weil es quasi die Haupttätigkeit ist, die ich hier am Tag ausführe und durchführe. Ja. Dritter Punkt, Ernährung, wie gesagt, Smoothie haben wir noch nicht gemacht, kommt noch. Ja, Punkt Nummer 4, Lektüre, ja, stockt im Moment auch. Ich lese an der Lektüre von Simone de Beauvoir über das Alter. Da bin ich bisher nicht mehr weitergekommen, das stockt auch seit einer Woche oder zwei. Und in den Gesundheitsratgebern von Geo, von denen ich da 4 Stück angeschafft habe, habe ich auch nicht weitergelesen. Da fehlen noch 2 über die Faszien und über den Zucker. Ja, Thema Nummer 4, das war also Thema Nummer 4. Thema Nummer 5, Medien, ja. Corona, Corona, Corona von morgens bis abends. Und also wie gesagt, die Alternativen, die Kritiker melden sich so langsam zu Wort und der Chor der Kritiker wird auch stärker nach 14 Tagen. Ich weiß das ja schon länger, ich bin schon länger ein Fan von Wodak und von Bhakti. Von dem Schiffermann und so, von der habe ich keine Angst und bezeichne das auch als eine Hysterie, die hier abläuft. Diese Hysterie, die geht aber nicht von den Menschen aus, sondern die wird induziert durch die Medien. Die so eine Dauerberieselung machen, eine Corona-Dauerberieselung auf sämtlichen Channels und sämtlichen Kanälen, so als wenn morgen die Welt untergeht. Und eine Bilderflut an Toten, die Toten werden nicht relativiert, in Beziehung gesetzt zu dem, was normal üblich ist. Und was jetzt besonders ist, dann werden nur absolute Zahlen gebracht und man hat den Eindruck, dass die Sender sich gegenseitig mit absoluten Zahlen versuchen zu überbieten. Jeden Tag so eine neue Meldung, teilweise auch 2 Meldungen am Tag. So nach dem Motto, heute sind es 103 und jetzt sind es schon 108, oh, und so weiter. Ja, und auf diese Weise drehen wir bald alle durch. Denke ich mal.
Und zu den Medien gesellen sich dann auch so die Vorsorger, die dann auch Panik haben, die das Gesundheitssystem ist überlastet, weil die Leute bei kleinen Anzeichen direkt zum Arzt laufen, ins Krankenhaus laufen und dann meinen, dass sie dort bedroht sind. Ja, ich bin nur müde. Von daher. Ja, heute liegt Einkaufen an. Die Osterwoche beginnt. Ja, ich habe gestern die zweite Bestellung bei Amazon aufgegeben für Ostern. Schokoladentäfelchen und zwei Spielchen habe ich gekauft. Eine Erweiterung für meinen ETS ist jetzt Frankreich noch dazugekommen und dann Baltic Sea. Das soll Mittwoch kommen. Die liefern also weiter, trotz also trotz Corona. Ich muss mal einen Schluck trinken. Der Mund ist wieder sehr. Sehr drücken. Ja. So viel also mal zu diesem Thema. Und jetzt bin ich ja schon wieder am Ende hier. 10 Minuten habe ich geschafft. Okay Leute, haltet den Kopf hoch, lasst euch nicht vom Corona-Wahnsinn anstecken. Haltet durch und werdet nicht krank. Okay, das war's schon wieder von dir und tschüss.